Meine Damen und Herren, wir sind hier in einer ziemlich schwierigen Situation. Die Lage ist sehr unübersichtlich. Es gibt noch wenige Informationen. Gleichzeitig bittet die Polizei darum, dass wir Sie warnen, falls Sie sich in Wien in der Nähe der Innenstadt befinden, dass Sie eben nicht auf die Straße gehen. Und wir haben jetzt am Telefon Oskar Deutsch, den Präsidenten der israelitischen Kultusgemeinde in Wien. Herr Präsident Deutsch, es gibt Meldungen, dass sich dieser Anschlag gegen die Synagoge gerichtet haben könnte. Was ist denn Ihr Wissensstand? Ich kann das nicht bestätigen. Wir wissen nicht, gegen wen diese Attentäter vorgehen wollten. Die haben relativ, soweit ich gehört habe, schon am Schwedenplatz begonnen zu schießen. Das ist angeblich dann bis in die Seitenstättengasse gekommen. Aber die Synagoge war zu dem Zeitpunkt bereits von den Sicherheitsleuten geschlossen. Das Restaurant, das wir daneben betreiben, war auch geschlossen. Und ja, mehr weiß ich zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht. Die Synagoge ist ja bewacht. Haben die Wachen, die da vor dem Tempel stehen, irgendwelche Beobachtungen gemacht? Sie wirken doch relativ sicher, dass der Anschlag sich nicht gegen den Tempel gerichtet hat. Nein, ich weiß es nicht. Es ist nur so, dass die besondere Synagoge bewacht ist, wenn Leute sich in der Synagoge befinden oder dort ist auch die Administration der Kultusgemeinde. Also wenn dort gebetet wird oder wenn dort gearbeitet wird, ist eine Sicherheit da. Wenn geschlossen wird, dann befindet sich dort keine Sicherheit. Herr Deutsch, vielen Dank für diese ersten Auskünfte und glücklicherweise war es offenbar kein Anschlag auf die Synagoge, wenn das denn so stimmt. In jedem Fall wünschen wir Ihnen alles Gute.